Ich will mit dir reden. Truman, du kannst sprechen. Ich kann dich hören. Wer sind Sie? Ich bin der Schöpfer der Fernsehsendung, die Millionen Menschen Hoffnung und Freude bereitet und sie inspiriert. Und wer bin ich? Du bist der Star. War gar nichts echt? Du warst echt. Deshalb hat man dir so gern zugesehen. Hör mir zu, Truman. Da draußen findest du nicht mehr Wahrheit als in der Welt, die ich für dich geschaffen habe. Dieselben Lügen, derselbe Betrug. Aber in meiner Welt hast du nichts zu befürchten. Ich kenne dich besser als du selbst. Sie hatten nie eine Kamera in meinem Kopf. Du hast Angst. Deshalb kannst du nicht weggehen. Das macht nichts, Truman. Ich verstehe das. Ich beobachte dich schon dein ganzes Leben lang. Ich habe gesehen, wie du geboren wurdest. Ich habe gesehen, wie du deine ersten Schritte gemacht hast.
Ich habe dich an deinem ersten Schultag gesehen. Und die Folge, als du deinen ersten Zahn verloren hast. Du kannst nicht weggehen, Truman. Bitte Gott. Du gehörst hierher. Du kannst es. Zu mir. Rede mit mir. Sag etwas. Nun sag schon was, verdammt, du bist im Fernsehen. Die ganze Welt ist live dabei. Und falls wir uns nicht mehr sehen sollten. Guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Ja. Sendung abbrechen. Sendung wird abgebrochen. Willst du noch ein Stück? Nein, danke. Was läuft sonst noch? Wo ist die Fernsehzeitung?